Leidenschaft, ja, zu Omega, Leidenschaft zu The Speedmaster angefangen. Und das war für mich natürlich die erste und die ganz wichtige Uhr von Omega auf meinem Handgelenk. Aber ich finde sie trotzdem eine Uhr, die dort wirklich die Essenz von Omega gezeigt haben. Omega ist Pioneering Spirit, ist Innovation. Aber Omega ist auch, das kommt schon von dem Namen, von uns. Wir sind die einzige Marke auf der Welt, die... Hey Freunde, ich sitze hier gerade in Biel auf einem Sofa bei Omega in der Manufaktur und wir haben gerade das Interview mit dem CEO Reinhard Eschlimann abgedreht. Wahnsinnig cool, über alles Mögliche, vom Uhrensammeln, über beste Technik, über die Werte von Omega, der Kundenfokus, der Customer Service. Wir haben über so viele Themen gesprochen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass euch dieses Video extrem gut gefallen wird. Und falls ihr nicht sowieso schon riesen Omega-Fans seid, dann werdet ihr es spätestens nach diesem Interview. Dann freue ich mich, wirklich hier zu sein. Wie man das so unter Uhrensammlern macht, würde ich gerne mit einem Wristcheck starten. Ja. Was tragen Sie heute am Handgelenk? Ja, es freut mich, dass Sie hier bei Omega sind. Ich trage heute natürlich die 321, die Edwhite, die wir vor einigen Jahren jetzt wieder lanciert haben. Die ist eine unglaubliche Uhr, die ist ein Milestone von Omega und ich darf da auch irgendwie sagen, weil ich die selber gekauft habe. Mhm. Für mich, das ist irgendwie eine ganz spezielle Uhr für mich. Wir werden wahrscheinlich natürlich über Speedmaster, über die Kollektion von Omega reden, aber das war natürlich für mich, nicht nur als CEO, aber als Omega natürlich Liebhaber, aber auch irgendwie aufgrund von der Entwicklung von unserer Marke ein richtiges Milestone. Und wissen Sie was, da kann ich sehr gern über vielen Uhren reden, aber manchmal muss ich eine tragen oder muss ich eine auswählen und die ist meine eigene und die trage ich manchmal in der Freizeit oder im Büro, aber ich weiß immer, dass die da steht und heute habe ich sie am Handgelenk mit großer Freude. Sie steht Ihnen sehr, sehr gut. Danke. Ich kann mir vorstellen, als CEO von Omega, Sie haben ein wunderschönes Produktportfolio, können sich wahrscheinlich auch immer wieder einen raussuchen, wenn Sie sagen, die will ich mal probieren, mal gucken, wie das Produkt so läuft. Wie häufig wechseln Sie die Uhr? Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was ganz interessant. Ich weiß, dass auch sogar einige von unseren Mitarbeitern ziemlich oft Uhren wechseln wollen. Ich bin eigentlich, und ich war immer so, ich habe einige Uhren, die mir echt gefallen. Und ich bin auch der Typ, der auch manchmal gerne eine Uhr ein bisschen länger am Handgelenk behält. Das heißt, natürlich will ich immer eine neue Uhr probieren. Mhm. Da probiere ich für einige Stunden. Ich muss die anschauen in der Sitzung noch wieder einmal, mit Freude noch einmal wirklich sehen, wie sie am Handgelenk steht. Oder Prototypen oder einfach neue Produkte. Aber ich bin auch nicht der, der jeden Tag eine andere Uhr trägt. Ich finde, das ist auch Teil von meiner Persönlichkeit. Mhm. Und von dem her bin ich auch manchmal ein bisschen schwierig ich sage es immer, mit gewissen von meinen Kollegen, die kommen und sagen, oh, das ist ein super neues Produkt, die musst du jetzt tragen für die nächsten 3 Wochen. Ich finde es immer so, Persönlichkeit ist wirklich wichtig und von dem her, einige und zum Beispiel einige Uhren sind oft an meinem Handgelenk. Sehr, sehr schön. Es ist was Emotionales, es ist was Privates. Mhm. Haben Sie, die ist sicherlich eine ganz besondere, weil das Kaliber da drin ja auch irgendwo mit Ihrer Amtszeit als CEO verbunden ist. Mit welcher Uhr hat es angefangen? Haben Sie... Es hat natürlich angefangen und das ist das, was unglaublich in dieser Geschichte von Omega und meiner Geschichte bei Omega. Es hat vor einer gewissen Zeit angefangen, wie Sie alle wissen. Ich habe irgendwann mal eine von diesem Tag angefangen, wo es eigentlich so wie ein normalerweise ein Tag, wo jeder macht eine Brücke. Das heißt, Donnerstag war ein Feiertag und dann waren nicht so viele Leute da im Büro. Da habe ich angefangen, war ich schon im Museum und das hat alles echt angefangen. Ich war super stolz, super happy, hatte meine Doktorarbeit für Omega damit nicht abgeschlossen, weil habe mir damals gesagt, okay, ich gehe zu etwas, was etwas ein bisschen mehr Sinn als Finanz- und Rechnungswesen. Und dann habe ich am ersten Tag die Zeit gehabt, am Nachmittag, Freitagnachmittag, Museum anzuschauen, das alte Museum. Und in dem alten Museum, ganz hinten, war das die ganze Sache mit dem Moonwatch. Da war die ganze Sache mit dieser Mondlandung und es war ein Astronaut, es waren einige Uhren, die wir immer noch heute haben. Und das hat dort damals angefangen. Genau das hatte ich gesucht. Genau das hatte ich gesucht, weil schön und recht in St. Gallen. Aber das war genau ein Grund, warum ich mir gesagt habe, ich mache ein Jahr etwas anderes. Ich mache ein Jahr etwas, was mir viel mehr Emotionen gibt. Und
An diesem Nachmittag habe ich denn die ganze Geschichte von der Monduhr wirklich in der Nähe, in der ganz Details, weil da hatte ich nicht so viel zu tun, angeschaut. Und es hat wirklich echt so angefangen. Und von dem her ist es sogar ein größerer Stolz zu sehen, wie unglaublich die Spinmaster-Linie sich entwickelt hat. Weil ich immer denke, das hat irgendeinmal, sage ich nicht irgendeinmal, am ersten Tag schon diese Leidenschaft zu Omega, Leidenschaft zu der Spinmaster angefangen. Und das war für mich natürlich die erste und die ganz wichtige Uhr von Omega auf meinem Handgelenk. Da ist der Funke übergesprungen, direkt am ersten Tag. Das ist echt eine wunderschöne Story, das ist mega. Echt. Wir haben heute Reinhard Eschlimann dabei, hier im Interview. Ich habe wirklich das Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. 1996 ins Omega-Unternehmen eingetreten. Seit 2016 Präsident der Marke und ich würde sagen, Sie haben das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist. Ich denke schon, dass Sie eine Ära geprägt haben, mit Ihrem Team gemeinsam natürlich. Mhm. Schöne Designs, kompromisslose Qualität, Mechanik, die wirklich begeistert. Okay. Aber auch den Uhrenenthusiasten gehört. Mit Kalibern wie dem 321, was Sie zurückgebracht haben und dieser Fokus auf das, was wirklich den Sammler, dem Sammler Spaß macht. Wir haben ein riesiges Produktportfolio, wirklich für jeden ist was dabei. Das sehen wir auch immer wieder bei uns im Laden, im Gespräch mit den Kunden. Wenn Sie heute nochmal am Anfang des Uhrensammels stehen würden, mit welcher Uhr aus dem Omega-Portfolio würden Sie da starten? Wissen Sie, es ist jetzt natürlich für mich auch ein bisschen schwieriger, über eine Uhr zu reden. Ich habe gesagt, die erste war ganz klar. Die ist natürlich wie sehr viel. Wenn es erstes Mal ist, erstes Mal in den Ferien, erstes Mal in eine neue Stadt. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, für erstes Mal an das Olympische Spiel. Das waren diese Emotionen, dieser Wow-Effekt. Und natürlich ist Spinmaster und ist und bleibt aufgrund von vielen anderen Argumenten, die Story, das Produkt und alles natürlich Spinmaster speziell. Es ist schwierig. Es ist wie wenn man irgendwie einen Vater fragt, welche von seinen Kindern er noch am liebsten hat. Es hat, kann man nicht. Und ich glaube, das geht wieder mit der Leidenschaft. Der Leidenschaft von mir zu Omega, die Leidenschaft zu unseren Produkten, zu unseren vier Linien. Ich habe vom Anfang an gesagt, Omega ist eine Universalmarke. Das heißt, Univers heißt nicht nur Univers, bei der auf dem Mond war sie auch. Aber ich meine, Univers heißt es auch in der Produktportfolio. Jede Uhr, jede Linie, das haben wir in den letzten 7 Jahren, aber schon bevor bei Omega, habe ich immer gepusht für gewisse Kohärenz und Kontinuität in den vier Linien. Mhm. Wir sind universal. Es gibt bei Omega immer eine Uhr, die für eine Persönlichkeit, einen Stil steht. Für jegliche Personen auf der Welt gibt es eine Omega. Ja. Nicht nur ein Omega zu kaufen, aber die Inspiration von Omega kommt bei jedem gut an. Und das haben wir eigentlich irgendwie als einziges in der Uhrenindustrie. Ja. Als einziges haben wir eine Story wie die Constellation Story, wie die Seamaster Story, wie die Speedmaster und wie die Deville. Und das passt, weil das auch kohärent innerhalb von einer Marke ist. Und das ist auch irgendwie die Legacy von der Past. Die Legitimität, die wir von der Vergangenheit haben, ist auch genau die. Es wäre auch wieder falsch, dass wir uns nur auf ein Produkt, Monoprodukt wäre für Omega falsch. Mhm. Und das haben wir auch denn irgendwie manchmal das als, oder es wird von gewissen Leuten als Problem. Ich denke eben nicht. Wir haben es auch gesehen, Sie haben es gerade gesagt, beim Point of Sales, beim Kundendiskussion ist es immer noch sehr gut, weil man kann eigentlich jede Linie ganz klar erklären, aber man kann auch in jede von dieser Gruppe von Produkten etwas finden, die am Persönlichkeitsziel. Jeder redet heute über Persönlichkeit, jeder redet über Personalisierung. Ich sage es immer, bei Omega haben wir schon bei der Linie diese Personalisierung. Wir brauchen nicht jemanden, der uns sagt, ich will so ein Zifferblatt oder ich will so ein Style. Wir haben dieses Style schon in gewisse nicht zu viel, weil das hatten wir vielleicht in der Vergangenheit, zu viele SKUs, zu viele Nummern, alles, was möglich war. Aber in diesen vier Linien gibt es eine Möglichkeit, eine Plattform für Kunden wirklich Vergnügen. Und noch dazu kommt die Qualität, wie Sie es gesagt haben. Es ist nicht, dass wir in irgendwie eine Linie wie in anderen Industrien etwas cheap oder etwas Einziges. Wir haben in all diesen Produkten ab dieses Jahr nur noch Master Chronometer Certification. Mhm. Manchmal die gleiche Werk. Und das ist auch interessant. Also es gibt einen roten Faden zwischen all diesen Omega, aber es gibt eine Persönlichkeit von diesen Uhren. Und wenn der Junge kommt und fragt für eine James Bond Uhr, das ist ein unglaublicher Anfang in der Uhrenindustrie, weil die Uhr ist eine Omega und der hat riesige Vergnügen.
Er wird vielleicht innerhalb von den nächsten Jahren sich vielleicht so einen Speedmaster wünschen. Aber der fängt bei einer Uhr, die für ihn viel heißt. Und das ist das, was bei Omega so unglaublich ist. Ja. Selbst innerhalb der Kollektion, und das ist meine persönliche Story, ich habe mit der Aquaterra angefangen, weil es für mich die One-Watch-Collection ist. Wenn ich eine Uhr nur noch haben könnte, dann wäre es wirklich die hier, vor allem das Grün. Grüne Zifferblatt. Und der Tech-Design ist auch natürlich unglaublich. Das ist nicht nur einfach ein Dunkelgrün. Nein. Mit dieser Uhr hatten wir auch sehr viel Erfolg, weil, wie Sie es gesagt haben, das ist ja wieder eine Seamaster. Das ist vielleicht die eleganteste von der Seamaster, aber die hat dann natürlich viel Persönlichkeit, viel Charakter. Auch die Tatsache, dass wir diesen Tech mit gewissen Farben genommen haben, bringt das eigentlich eine Tiefe. Und von daher ist es auch ganz wichtig, wissen Sie, auf einer Aquaterra, da haben wir eine Lünette, ein Bezel, der nicht so wie in anderen Uhren von unserer Kollektion, Tachymeter oder bei 300 Meter, ein starkes Design-Element heißt. Dort ist es einfach eigentlich, weil es poliert ist, gibt es noch viel mehr Power, viel mehr Wichtigkeit am Zifferblatt, an den Zeiger. Und das haben wir auch jetzt gerade genau. Und wir haben jetzt gerade die neue lanciert mit sehr schönen farbigen Zifferblättern. Unglaubliches Power, auch weil wieder das Zifferblatt so steht in der Mitte von der Uhr, mit natürlich einem anderen Bracelet. Aber die Aquaterra steht bei uns für ein Omega, für eine wirklich wichtige Linie, nicht nur innerhalb von Seamaster, innerhalb von der ganzen Kollektion. Und in den letzten 5 Jahren hatte sich aufgrund von diesem Anfang mit diesen Zifferblättern und jetzt mit den letzten Entwicklungen hat sie ein richtiger großes Teil von der Seamaster-Linie genommen. Zu Recht, by the way. Zu Recht. Und auch da gibt es, selbst da gibt es die Persönlichkeit noch. Dann gibt es noch die kleine Sekunde, mittlerweile mit den Sunburst-Zifferblättern. Kann ich es gut nachvollziehen. Und die ist so elegant, ich kann sie im Alltag tragen, aber ich habe sie auch auf meiner Hochzeit getragen. Deswegen ist das hat funktioniert damals. Und schauen Sie, das ist das, was ich immer sage. Das ist das Schöne bei unseren Uhren. So viele von unseren Kunden haben eine Uhr oder zwei, aber die haben eine Uhr, die eigentlich zu ihrer, das ist jetzt Schicksalssache. Ja. Die Uhr ist ein Teil von ihrem Leben geworden. Und das ist das Wichtige. Und darum ist es so wichtig, dass wir so viel investieren für Qualität, so viel investieren für perfekten Design, so viel für perfekten Manufaktur. Weil die Uhr ist ein wichtiges Teil, nicht nur von Emotionen, aber vom Leben. Hundertprozentig. Jetzt haben wir, das war jetzt in der Kernkollektion, da haben wir drüber gesprochen, tolle Persönlichkeiten, tolle Qualität. Was mir aber aufgefallen ist in den letzten Jahren und was mir auch gut gefällt, weil es immer Talking Pieces sind, sind Collectibles, die sie auf die Kernkollektion draufsetzen. Sei es eine 50-Year Anniversary Snoopy, Silver Snoopy Award, sei es die 60 Jahre James Bond Edition. Das sind richtige Sammlerstücke, die sie auf den Markt bringen. Ich persönlich, meine Grail Watch, insgesamt Grail Watch, ist die Snoopy 45 Jahre mit dem weißen Ziffernblatt. Leider für mich außer Reichweite noch, eines Tages hoffentlich, deswegen ist es und bleibt es auch eine Grail Watch. Ja. Haben Sie eine Grail Watch im Omega-Universum? Ja, schauen Sie, die Grail Watch ist für mich immer die nächste Uhr. Weil ich weiß noch, dass wenn wir die James Bond letzte Edition gemacht haben oder die Snoopy, ich weiß noch, die ganze Diskussion, wissen Sie, die Produktentwicklungssitzungen sind immer diese Sitzungen, wo man denkt, manchmal, es ist alles nur kreativ. Es sind nicht nur kreativ. Es ist nur Kreativität im Diensten von Zielen, im Diensten von ganz klaren Analysen und Visionen. Und dann sind sie, es ist voll von Humor, voll von unglaublichen Emotionen, ja, aber es ist immer basiert auf einer gewissen Vision. So für mich, Grail Watch war natürlich die Snoopy-Uhr von Anfang an. Jetzt ist sie da, habe ich sie noch nicht an meinem Handgelenk, weil ich lasse sie für unsere Kunden. Aber ich finde sie trotzdem eine Uhr, die dort wirklich die Essenz von Omega gezeigt haben. Was ist die Essenz von Omega? Watchmaking, das ist klar. Innovation, das ist klar. Unglaubliche Stories. Die drei Sachen zusammen ist nicht nur eine Kreativitätssache. Aber was kreativ war, ist, dass wir uns gesagt haben, Failure is not an option. Da muss man irgendwie die Technologie zum Punkt bringen, dass das einfach eine Emotion kriegt. Und die Emotion kommt von dieser Snoopy. Aber die Weißen waren genau das. Die erste wieder nach sehr vielen Jahren und nicht nur irgendwie limitiert für in einem Land, weißen Zifferblatt. Das war auch schon sehr interessant. Aber wir haben es alles gemacht, weil wir gesagt haben, hey, der Snoopy muss sich irgendwo dort gut fühlen.
der schläft bei Doa auf ihrer Grail Watch. Mhm. Bei der nächsten, der fliegt. Der fliegt. Aber er fliegt in einer, so einer Art und Weise, dass der auch noch wieder Emotionen. Technologie bringt Emotionen. Und nicht nur Emotion bringt Emotionen. Und das ist genau das, was mir gefällt. So, Grail Watch ist es immer die nächste für mich. Grail Watch sind es natürlich einige, die ich kenne, die ich manchmal gesehen habe. Aber wie gesagt, für mich ist es unglaublich zu denken, dass wir immer an den Nächsten arbeiten können. Und das ist in meiner Funktion, neben vielen anderen Sachen, die mir viel Spaß machen, eine von den schönsten Aufgaben. Und darum bin ich immer sehr, 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 sehr motiviert und manchmal unglaublich ungeduldig, bis es wir die Uhren nur zeigen können. Mhm. Ich sage es Ihnen, Chronoscheim oder Spirit, das war für mich als sehr ungeduldiger Mensch, dynamischer Mensch. Und wer hätte das gesagt, dass der Eschlimann so lange warten konnte? Ich habe es gemacht, weil ich habe es gewusst, das nimmt Zeit. Und wir haben auch gewissen Hürden passieren müssen, wo es gesagt hat, nein oder nicht so. Wir haben ihm gesagt, okay, nächstes. Aber das machen wir innerhalb von einer Vision. Als Beispiel, Chronoscheim. Eine Uhr, die etwa 5 Jahre lang in der Entwicklung war. Mhm. Dass wir gerade vor der Lancierung gesagt haben, wenn das eine Omega ist, besonders eine Speedmaster oder Pocket Watch, ihr müsst ja Master Chronometer Certification haben, okay, haben wir mehr als 50 kleine Elemente ändern müssen, weil die Ferromagnetik waren. Das haben wir gemacht. Das ist keine Kreativität. Die Uhr war schon dort. Das war nur, weil wir die Vision hatten, das muss eine Omega sein und nicht irgendwie UFO irgendwo anders. Und darum ist auch der Erfolg dort gewesen, weil eben wieder einmal, wenn wir jeder will ein Grail Watch. Jeder will einen unglaublichen Erfolg kreieren. Aber die Consumers, die Kunden, die Welt außerhalb von Omega macht die Uhr zu dem Status. Nicht wir. Absolut. Boah, da war so viel drin. Ich finde, das Thema Technik schafft auch Emotionen, hundertprozentig. Mm. Das ist für mich, ich bin jemand, der sehr Innovation auch mag und deswegen bin ich auch bekennender Omega-Fanboy. Ja. Spirate zum Beispiel war so eine Innovation, wo wir, wenn man so ein bisschen die Zeichen gelesen hat, Silizium-Spiralfeder, letztes Jahr das Patent ausgelaufen. Man hat das, also ich habe schon erwartet, dass da dieses Jahr was kommt und muss sagen, im Januar direkt richtig Gas gegeben. Wie ist es zu dem Spirate-System gekommen? Wieder typisch Omega und Swatch Group. Ohne das Swatch Group hätten wir die Spirate nicht entwickeln können. Ja. Wir hätten die Idee gehabt, das schon, weil ich weiß nur von dieser Diskussion, aber wir hätten nur ein Nein überall bekommen. Das mit hunderten von legalen Papieren, mit jedem von diesen Firmen, wenn sie das unabhängig wären. Es war eigentlich unser Ziel und wir haben viel Ziele. Wir sind unserer DNA treu geblieben. Omega ist Pioneering Spirit, ist Innovation. Aber Omega ist auch, das kommt schon von dem Namen, von uns. Wir sind die einzige Marke auf der Welt, wo der Erfinder nicht nur den Namen von seinem Werk zu der Uhr gegeben hat, zuerst vor dem 1900, vor dem 20. Jahrhundert schon gedacht hat, ich muss ein industrielles Werk aufbauen. Ja. Ich muss einen erfinden, der Pläne, technische Pläne hat, Ersatzteile. Das bringt viel. Das gibt uns die Verantwortung, wenn es Möglichkeit gibt, den nächsten Step zu machen, mindestens zu probieren. Und dann kommt die Swatch Group, diese unglaubliche Stärke von der Swatch Group, die Familie Hayek, die jeden Tag, und das sehe ich als Mitglied von der Konzernleitung, noch investiert. Investiert in weitere neue Technologien, investiert in unsere eigenen Werken. Und dort können wir das einfach so nicht verlangen. Ich weiß noch von dieser ersten Sitzung, wo wir gesagt haben, let's talk about precision. Let's talk about how to do it. Und dann ist es gekommen, lange, viele Ingenieure, Physiker, Leute, die aus viel verschiedenen Bereichen kommen, die sich zusammentreffen und manchmal eigentlich sich sagen, ist es wirklich möglich? Und dann haben wir immer gesagt, nein, es muss möglich sein. Und da muss ich auch ehrlich sagen, Kreativität heißt nicht nur, unglaubliche Produkt zu machen. Das machen auch andere. Eigentlich, okay, die kommen mit anderen Farben. Das ist nicht. Wir kommen mit dem Spirit mit einer anderen Revolution.
Das war genau das Gleiche. Der Hayek hat uns das gezeigt, Koaxialhemmung. Das war nach 100 Jahren die erste große Revolution. Das war eine Revolution im Herz von der Uhren. Ja. Hat er nicht nur verstanden, hat auch das gedacht. Genau das, was Mr. Daniels wollte. Der wollte das industriell einführen. Ja. Hat der Herr Hayek entschieden, ich nehme das. Ich nehme das für die Swatch Group, ich nehme das für Omega. Und das hat uns damals als eine von den großen Meilensteinen, wenn nicht der größte Meilenstein von der Entwicklung von Omega, so viel gemacht. Es hat wieder der Omega, die ganze Meinung von uns und natürlich jetzt von all den Leuten rund um die Welt, um die Technologie. Und die Technologie ist unser Roots. Ja. Das ist das, was schön ist. Das kommt wieder zurück. Das heißt, wenn wir daran arbeiten, dann haben wir diese Vision. Ja klar, muss man das irgendwie erreichen. Und Spirat war so. Und dann der Resultat ist es noch sogar unglaublich, weil man redet schon von Arithmetik, man redet von der Stiftung, von der Spirale, man redet von unglaublichen Technologien und langen Entwicklungen. Aber das Resultat ist auch wieder so Omega-like. Warum? Weil man kann die Uhr, wieder einmal ist das so unglaublich, dass wir immer noch transparenten Boden haben, da kann man das einfach sehen. Man sieht, wo der Uhrmacher, die Präzision, ganz einfacher Weg. Ja. Das ist das, was magisch, das ist zauberhaft, wo die Uhrmacher einfach die Präzision findet, zwischen 0 und 2 Sekunden. Und das nicht nur für eine, zwei, drei, vier, 100, das ist das für 1000 und irgendwann mal 10.000 und irgendwann 100.000. Das ist die Geschichte von Coaxial. Wir zelebrieren auch mit den Farben von der Spirat, zelebrieren wir auch das Seamaster Metas mit Gelb. Mhm. Gelb ist eine Omega-Farbe. Ja. Gelb ist für Omega eine Farbe, wo man zeigt, wir sind wieder on the forefront. Wir machen das. Und schauen Sie, wir machen das, weil wir Omega sind. Wir machen das, weil wir eben genau denken, dass wir dadurch die ganze Industrie weiterbringen. Ja. Emotionen ist etwas. Man kann auch sehr viel verkaufen mit Emotionen. Man kann auch sehr viel verkaufen mit gewissen Namen, Labels, wie sie fashion. Aber deep down ist Produkt, was wichtig ist. Qualität, Entwicklung und auch irgendwie, ganz ehrlich, auch trotzdem neue Technologie einzubringen. Das ist auch, warum so viel von unseren Kunden, von den ganzen Fan bis zum der Person, der zum ersten Mal eine Uhr sich kauft, auch verstehen, dass wir wirklich hinter von unseren Produkten schauen, hinter von unseren Produkten sind. Und das macht auch für die Zukunft ein unglaubliches Wert. Die nur auf Label stehen, werden irgendeinmal vielleicht Label aus irgendeinem Grund Image verlieren und dann haben sie keine Argumente. Ja. Wir wollen sicher nicht von denen sein. Wir waren auch nie von denen. Und das ist auch darum so wichtig und ich bin auch so stolz, weil es auch noch kommt. Spirat war lang, aber wir haben es geschafft und wir haben einen neuen Meilenstein gesetzt und es ist nicht der letzte, weil wir Omega sind. Sie haben es mir ein bisschen vorweggenommen, aber die Frage wäre jetzt gekommen, Koaxial 1999 hat die Reise begonnen mit der Master Chronometers Moonwatch, ist sie quasi geendet. Können wir das jetzt auch für das Spirat-System? Sie hatten ja gesagt, 10.000 Stück irgendwann. Ist das auch eine Technologie, die durchs ganze Portfolio gehen wird? Ja, klar. Es ist, ich sage klar, weil das auch meine Vision ist und die Vision von Omega. Aber wie gesagt, es ist das Ganze. Wir müssten und das machen Sie wahrscheinlich einmal oder da können alle ihre Kunden oder die Viewers das einmal anschauen. Es ist Hochtechnologie. Eine Technologie, die wirklich zu der Präzision bringt, die ein Rekord in der Uhrenindustrie ist. Mhm. Um das alles herzustellen, sind natürlich Hunderte, wenn nicht Tausende von die gemacht worden sind. Und natürlich auf der anderen Seite bei der Produktion eine sehr, sehr schwierige Produktionsprozess. Von dem her, wie Koaxial am Anfang, es war nur in einer Referenz, denn in 2, 10, in einer Linie, in der zweiten Linie, dritte Linie. So von dem her machen wir es die Omega Way, machen wir es kohärent und kontinuierlich. Ich werde damit, und das habe ich auch in den Interviews schon gemacht, nicht ein Deadline geben, hatten wir auch nicht bei der Master Chronometer Certification, aber wir wissen, auf welchem Weg wir gehen und das ist das Wichtigste, ist
erster Schritt, wie man das manchmal bei den ganz, ganz intellektuellen Leuten oder wie wir sagen, bei den Großen sagen, die Reise geht oft mit dem ersten Schritt. Absolut. Und das haben wir gemacht. Und wir haben gestern darüber gesprochen, so wie die Speedmaster die letzte war, die auch das Koaxial bekommen hat, weil Speedmaster steht über jeder Technologie. Das ist ein Mythos, das ist eine Ikone. Ja, klar. Wird es auch die letzte beim Spirate sein? Oder eher die Frage, werden wir das Spirate-System irgendwann auch bei der Moonwatch, bei der Professional Moonwatch sehen? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten will. Ich sage es nur, weil wenn ich Ja sage, dann heißt es wann. Wenn ich Nein sage, ist es warum. Fair. Wieder einmal, wir haben diese Speedmaster, die übrigens auch sehr gut läuft, noch viel besser als vorher, als eine von unseren Hauptprojekten, wenn ich als CEO angefangen habe. Ja. Weil da habe ich mit dem ganzen Team über kleine Details geredet. Wir haben da auch gesagt, sollen wir das, sollen wir nicht? Mit vielen, 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 noch viel mehr als normal Interesse, jeder von diesen Details angeschaut und haben wir geschafft. Failure is not an option bei Speedmaster Moonwatch. Und das werden wir auch genauso entwickeln. Am Moment, wo wir denken, das ist jetzt der nächste Step. Aber ich bin so stolz für den Erfolg und das muss ich wirklich betonen, weil ich finde, dass genau alles, alle Energien, die ganze Energie, die wir da drin investiert haben, es wurde eine Ikone. Das schauen wir auch, das sehen wir auch bei den Leuten, die tragen, mit großer Freude. Und das ist das, was für mich wichtig war. Es war keine einfache Exercise, aber es war alles daran gemacht, dass wir die nächste Generation von Ikonen kreieren. Das haben wir geschafft. Ich bin sehr, sehr stolz auf das, weil da sind die Erwartungen sehr groß. Darum will ich keine Erwartungen kreieren auf Spirate oder nicht. Völlig verständlich. Jetzt haben wir in der Speedmaster viele Innovationen gesehen, wir haben tolle Modelle gesehen, wir haben die Speedmaster 57 gesehen, wir haben die Chronoscope gesehen, wir haben tolle Modelle, die aus dem Archiv auch gefunden wurden, als Inspiration genommen wurden, die CK zum Beispiel oder die Chronoscope. Ja. Wie wird das entschieden bei Omega? Wer entscheidet das? Ich bin ein großer Fan von der Railmaster tatsächlich. An wen darf ich mich mit dem Vorschlag wenden? Es ist natürlich klar, dass wir neben unseren großen vier Linien, schon innerhalb von diesen vier Linien, das ist unglaublich, wenn wir zelebrieren dieses Jahr 75 Jahre von Seamaster. Ich kann Sie vorstellen, während all diesen Jahren mit der Omega von heute hätten wir unglaubliche Möglichkeit, Vintage-Modell für uns zur Inspiration. Zwei, drei kleine Details für eine neue Uhr. Was wichtig ist, wir müssen nie vergessen, ist der Kunde. Mhm. Der Kunde muss die Kollektion verstehen, muss sich identifizieren können an gewisse wichtige Merkmale und Sachen, die wichtig sind bei Omega. Wenn diese Familie sich zu viel vergrößern würde, dann würden wir vielleicht den Fokus an gewissen von unseren Linien. Und da würden wir vielleicht einfach irgendwann mal eine Marke sein mit vielen anderen Produkten. Ja. Der würde sich für jede kleine Marke, für jedes kleine Produkt, würde sich eine Gruppe von Collectors und von Kunden wahrscheinlich kreieren, aber die würde vielleicht die Omega-Feeling, der Omega-DNA ein bisschen verlieren. Ich muss als CEO auch anschauen, dass wir in der Distribution, in dem Marketing, mit unseren Stores, Olympic, Watchmaking, James Bond und natürlich, natürlich Speedmaster und Moonlight, mich konzentrieren kann. Ja. Ich bekomme auch viele Anfragen für sehr viele andere Sachen, die vielleicht Inspiration kreieren würden, aber die müssen einfach trotzdem noch kohärent und kontinuierlich sein. Sonst sind sie nicht konsequent. Ja. Und von der Produktentwicklung haben die genau das Gleiche. Das heißt, natürlich Kreativität, natürlich gewisse Vintage-Modelle kommen, die sind immer sehr geplant, aber die gehen auch auf nicht nur einfach als Produkt selber, die gehen in einer Entwicklungsphase und Entwicklungsvisionen um gewisse Messages oder die machen es manchmal einfach, wie es Vintage sein sollte. Irgendwie wieder einmal ein kleiner, interessanter Prozess, ein Signal, dass unsere Geschichte so groß war, aber auch mit sehr viel Erfolg gelingt war. Das ist der Fall von die CK. Andere werden kommen, aber nicht zu viele. Und es ist natürlich so, sie reden von Railmaster, andere reden von Flightmaster, von vielen anderen. Ich glaube, eine Luxusmarke ist natürlich eine Marke, die inspirieren muss. Und Inspiration
ist auch in der heutigen Welt mit all den Informationen, die wir haben, allen anderen Sektoren, wo man auch investieren kann, die Inspiration muss auch eine gewisse Struktur haben. Mhm. Und produktionsmäßig ist eine klare Produktlinie auch für die Marketing und für die Leute ein richtiger Ansatz und ein richtiger Merkmal von einer gut geführten Firma. Fokus. Fokus, ja. Fokus ist auch in der heutigen Welt wichtiger, ja, denn je. Ja. Sie sind jetzt seit über 20 Jahren bei Omega. Hm. Was bedeutet es für Sie, ganz oben in diesem Unternehmen zu sitzen, in diesem prestigeträchtigen, bei dieser prestigeträchtigen Marke zu sitzen? Ja, das ist natürlich für mich nach all diesen Jahren. Auf einer Seite ist es natürlich ein unglaublicher Stolz, natürlich, weil ich die Marke, nicht wegen Repräsentation, aber auch, weil ich die Marke auch mit dem ganzen Team leiten kann. Aber ich habe mir seit immer, und ich habe das immer gesagt, ich glaube, diesen Nachmittag habe ich eine neue Leidenschaft gefunden von meinem Leben. Und das ist schon unglaublich, wenn man denkt über Leidenschaft im professionellen Bereich. Und das ist manchmal nicht so einfach, besonders bei der neuen Generation, aber es war immer so. Diese Leidenschaft zu finden und die große Chance zu haben, dass jetzt fast nach 7 Jahren die zu leiten, ist es natürlich ein fantastischer Moment. Es macht auch natürlich für mich viel wichtiger, das alles, was ich in meinem professionellen Leben und was ich damals schon von den ersten Mitarbeitern verlangt habe. Das heißt, es sind einfache Grundvisionen, die ich habe. Aber natürlich ist Effizienz, das heißt viel arbeiten. Natürlich in der Effizienz muss man auch irgendwie die Kenntnis haben von den Tatsachen. Ich finde es wichtig, dass ich alles weiß. Ich finde es wichtig, dass ich das auch miterleben kann. Ich bin ein Chief Executive Officer. Ich bin nicht ein Aufsichtsratsvorsitzender. Ich bin wirklich in der Exekution. Das heißt, die Effizienz. Ich finde etwas, was auch ganz wichtig ist, ist die für mich als Second E, ist immer der Exemplarity. Ich finde immer als Kader, als Vice President, Mitglied von der Konzernleitung, aber besonders als CEO ist auch diese Exemplarity, dass man einfach auch ein gewisses Image, dass man auch für seine Mitarbeiter, für die Kunden auch zeigt, dass man einfach glaubt, dass man auch die Marke lebt. Mhm. Und das ist wichtig für mich. Und die Tatsache, dass ich jetzt der CEO bin, hilft mir auch, diese Werten mit all meinen Mitarbeitern zu erklären. Das sind Werte von Omega. Das passt auch zu uns. Mhm. Wir sind keine arrogante Leute. Wir haben den Mondo auf den Mond gebracht, aber das war eine Speedmaster. Es war kein spezielle Uhr, die wir geflickt haben. Die war eine Omega Speedmaster, die an dieser Zeit jeder Kunde in Amerika sich einkaufen konnte. Ja. Und das ist für mich wichtig. Exemplarity, beispielhaft. Das ist genau das, was ich immer gemacht habe. Und ich glaube, das ist genau das, was mir hilft in der Präsident-Sessel. So schauen Sie, das ist natürlich für mich, dieser Moment ist unglaublich, weil ich glaube, ich bin einer von denen, der vielleicht immer Omega-Werte geglaubt hat. Und jetzt bin ich auch nur der Chef. Und das hilft natürlich für alle anderen zu verstehen, dass das eigentlich ist das, was Omega gut geht und ja, gut macht. Klare Marschrichtung. Ich lese häufig, wenn ich Interviews von Ihnen lese, Kunde und Marke. Kunde und Marke. Dieser Kundenfokus, sich nicht zu sehr mit sich selber zu beschäftigen, was man selber will, sondern das, was der Kunde will, unabdingbar. Und wenn wir schon über den Kunden sprechen, wir haben junge Kunden, eine neue Generation. Die Moonswatch ist mega eingeschlagen letztes Jahr, hat einen Hype drumherum entfacht und es hat riesen Spaß gemacht, auch für uns. Ich habe selbst den Sohn von meinem Cousin zum Uhrenthema gebracht, der hat mich gefragt, hey, Apple Watch, was sagst du? Nee, warte mal. Die junge Generation. Mhm. Man sieht immer noch viele Smartwatches in der Generation, mehr als mechanische Uhren. Was können wir machen, um die neue Generation an Uhrenenthusiasten, denen zu helfen, das Thema wertzuschätzen? Ich sehe das immer mit unserer jungen Generation. Natürlich sehen wir auch viele Leute, die nichts am Handgelenk haben. Ich glaube, das ist unsere Mission. Unser Auftrag ist bei Omega. Und das hat die Moonswatch als Swatch, das hervorragend gezeigt. Storytelling, unglaubliches Produkt und sehr gute Distribution.
Marketing auch natürlich. Klar. Aber das ist das. Die jüngere Generation ist eine Generation, die sich sehr viel um all diesen Themen interessiert. Es ist nicht eine Generation, die total andere Wünsche haben. Mhm. Es ist eine Generation, die, wenn sie sich um eine Uhr interessieren, dann verstehen sie. Und der Moonswatch-Phänomen hat das auch so viel gebracht. Wir haben noch nie so viele jüngere Leute, und wir hatten schon viel, aufgrund von all das, was wir gemacht haben, mhm. auch neue Wege gegangen, Uhren durch Instagram als erstens von der Industrie verkauft haben, mit der Speedy Tuesday, Community unterstützt, James Bond Event gemacht, das hatten wir immer. Diese Dynamik hat auch bei der jüngeren Generation so viel Erfolg gehabt. Aber hau jetzt am Moonswatch. So viele sind rangekommen und haben gesagt, hau, das ist die Ikone. Jetzt will ich die einmal live anschauen. Mhm. Und das ist genau das. Es geht nicht um andere Probleme und Smart-Uhr etc. Es geht um uns. Machen wir doch weiter unsere unglaubliche Geschichte. Dann kommen diese Leute. Uhren sind nicht eine für immer. Und das hat der Herr Hayek mit der Erfindung von der Swatch nicht nur, ganz ehrlich, der hat nicht nur die Uhrenindustrie gerettet, der hat einfach wirklich in 1983 die eine Revolution gebracht in unserer Industrie, weil er gesagt hat, okay, Swatch ist Second Watch. Schon das Wort Second heißt, okay, ich nehme eine zweite und nicht wie früher eine für immer. Mhm. Und das heißt, dass das unglaubliche Wege eröffnet hat. Leute, die ich gut kenne, 10, 20, 30 Uhren haben, ja. die wollten nur eine am Anfang. Aber da haben wir sich immer so inspirieren lassen und motiviert. Und die sind so große Fan von uns geworden, weil sie eben gesagt haben, die Emotionen will ich haben, die nächste will ich. Und das ist eben genau das, was wir noch weitermachen können. Ich bin zuversichtlich, dass wir, wenn das weitermachen, dann können wir viel mehr noch Kunden nicht gewinnen, weil schlussendlich der Kunde gewinnt, weil der eine Omega am Handgelenk hat. Mhm. Aber wir können diese Kunden inspirieren und dann kaufen sie die Uhr. Das ist viel, viel wichtiger als irgendwie gegen andere oder andere Arten von Uhren oder gegen uhrenlose Handgelenk zu kämpfen. Ja, das heißt, neue Kunden ins Thema bringen, Collectors mit Special Pieces aus der Geschichte, wie zum Beispiel auch einem 321-Kaliber, zu begeistern. Gibt es, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das schon mal gab in der Vergangenheit, wie das 321-Kaliber, auch das Original Omega-Kaliber, nachdem das Unternehmen benannt wurde? Ja, wir haben das gibt's. Wir haben eine, aber das war natürlich riesige Arbeit. Der Kaliber mit 19 Linien. Mhm. Da haben wir eine limitierte Edition gemacht, nicht so lange her. Die ist ausverkauft, weil dann natürlich ganz klar sehr viel Arbeit drin war. Es gibt's noch immer noch, aber die sind leider jetzt. Die wir gefunden haben, sind ausverkauft und wir suchen immer noch gewisse E-Mail. Aber Sie müssen sich auch vorstellen, das ist dann eine andere Kundschaft, weil by definition, das ist klar, diese Werke sind historisch so wichtig, aber natürlich von der Technologie, erstens, die sind nur gemacht bei unserer Restaurationsuhrmacher und die sind natürlich, da muss man die Ansprüche auf diese Art von Werken kennen und die genießen, wenn ich darf sagen. Mhm. Für die Begeisterung ist es natürlich für eine neue Generation etwas anders. Aber das gibt's. Und das haben wir auch diese Chance. Und ich kann auch nicht ein bisschen vom Customer Service reden. Wir machen sehr viel, sehr unglaubliche viel. Und wir haben in der heutigen Zeit auch so viel, dass wir auch ein bisschen verspätet sind, weil eben so viele Leute auch von den Vergangenheit, von den alten Modellen, die sie haben, von einer anderen Generation oder einfach so finden, einfach renovieren lassen oder restaurieren lassen bei uns. Und das gibt uns natürlich so viel zu tun. Die Anzahl von Uhren, die wir zu therapieren, aber ist viel größer, als was wir je gehabt hatten, auch weil die Omega einfach so stark ist. Und das ist auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite müssen wir die Leute ein bisschen länger warten. Wir arbeiten dran, aber es ist auch ganz interessant, dass wir alle Omegas, alle reparieren können oder alles dran machen, dass wir die reparieren können. Und das ist auch wichtig für mich. Customer Service ist da das Stichwort. Und das ist keinesfalls Standard. Wir sehen das immer wieder auch bei anderen großen Marken, die tolle Uhren bringen, wo dann aber hinten raus der Service nicht so ist. Und das ist bei Omega definitiv so. Ich hatte, mein Großvater hat meinem Bruder eine Cosmic 2000 aus den 70ern vererbt. Und die ist auch zu Omega gekommen und picobello zurückgekommen. Das ist wichtig. Wenn, you know,
das ist das, was man normalerweise auch manchmal lernt. Ich rede von dieser 360-Grad-Stakeholder-Prinzip. Das finde ich auch sehr wichtig. Mhm. Man kann auch manchmal sehr erfolgreich sein, wenn man die richtigen, am richtigen Zeitpunkt, ersten 100% nehmen oder Grad nehmen. Mhm. Aber das geht für eine gewisse Zeit. Aber für uns war das immer richtig. Kundenspezifikation, Kundennähe ist immer rund 360 Grad. Und Customer Service, wenn schon. Customer Service, eine Uhr von zwei, ist keine Uhr mit Problemen. Ist entweder Service oder Restauration. Mhm. Das ist dann unglaublich. Das ist Wahnsinn. Und wissen Sie, das zeigt auch so viele Emotionen. Das zeigt echt eine Schicksalslinie. Mhm. Man hat die Uhr, man will sie renovieren oder restaurieren, weil sie etwas heißt für uns. Ja. Und das ist wichtig. Und darum sind wir ganz klar wieder die Market Leader. Wir machen das weiter, wir wollen das und ich finde das einfach auch so gut. Wir sind auch, by the way, wir haben angefangen vor fast 10 Jahren jetzt mit gewissen NATO-Bändern auf dem Internet zu verkaufen. Weil da haben wir gesehen, dass die gewisse Leute sich diese Uhr von ihrem Großvater leisten wollen, renovieren lassen, aber die wollen die trotzdem mit einer gewissen Persönlichkeit tragen. Das heißt, bestellen Sie bei uns oder bei unserer Distribution diese Bänder, die Sie einfach eigentlich denn tragen, mit einer gewissen Persönlichkeitssache. Ja. Und das finde ich noch wichtig. Ausdruck. Wir haben viel über auch die Geschichte, Heritage von Omega gehört. Wir sind heute noch im Museum hier. Ja. Eine Frage zu dem Ort Biel. Ja. Er ist nicht sehr groß, aber mit Swatch ein Powerhouse, auf jeden Fall der Uhrenindustrie hier vor Ort. Wie als wahrscheinlich großer Arbeitgeber auch hier in der Stadt, wie ist so die Rolle der Swatch Group innerhalb von Biel? Ja, wissen Sie, es ist natürlich bei uns sehr wichtig. Wir sitzen hier in der neuen Manufaktur. Mhm. Diese neue Manufaktur hätten wir aufgrund auch von diesem Architekt, jener, das ist ein unglaublicher und sehr erfolgreicher japanischer Architekt, hätte vielleicht lieber irgendwo auf einem flachen Land, irgendwo außerhalb von Biel das alles kreieren müssen. Wäre das auch vielleicht einfacher gewesen, wäre das vielleicht auch sogar günstiger gewesen. Nein, die Swatch Group hat uns, Omega, die Mittel, die Investitions gegeben, damit wir hier genau, wo das alles angefangen hat, hier zu bauen. Das zeigt Commitment. Das zeigt, dass wir nicht nur außerhalb von der Schweiz große Theorien machen über Schweiz und Swiss Made und so. Nein, wir kreieren die Werke. Wir sind mehr als 1000 Leute hier in dieser Omega, weil wir wirklich denken und überzeugt sind, dass genau das, diese Emotion, hier in Biel zu sein, sehr viel bringt für unsere Uhren. Die Uhren werden hier fertig gemacht, die sind eingepackt und die gehen bis zum Point of Sales in Shanghai, in Deutschland, in Amerika, in Buenos Aires, bis zum Point of Sales. Die bleiben im Paket bis zu den Kunden. Und Biel ist für uns wichtig, weil es eben hier alles erfunden war, aber auch hier Biel alles, wie soll ich sagen, die Uhr kommt von Biel und Biel ist für uns denn das Wichtigste. Es ist nicht Marketing, das sind realen Sachen. Mhm. Und Emotionen sind gut und recht in der Luxus. Aber in unserer Industrie, und da haben wir gesehen und gezeigt mit unserem Erfolg, sind die Fakten und die Realität auch wichtig. Biel ist der Standort von Omega. Und wir haben seit jetzt mehr als 10 Jahren jedes Jahr investiert. Haben wir auch das Museum erweitert, haben wir auch Swatch. Das heißt, wir glauben, dass unsere Wurzeln in Biel sind, wir glauben nicht, aber wir glauben, dass die hier bleiben können. Und die Mitarbeiter in der Zwischenzeit mit der heutigen Möglichkeit, dass wir haben, kommen nicht nur von Biel, die kommen auch von weit weg, weil die wollen auch zu Omega kommen natürlich, aber die verstehen auch, warum wir hier den Puls von Omega spüren können. Ich find's cool. Die Details, das spürt man. Beispiel Aquaterra Worldtimer. Mm. Da steht auch Biel drauf. Man merkt, da die Verbindung ist auf jeden Fall da. Deswegen wollte ich die Frage stellen. Das war eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Das haben wir zusammen mit dem Herrn Kissling entschieden. Mhm. Und ich fand das unglaublich gut. Und das Bien,
das auf Französisch Bienso steht auf dem Zifferblatt, wurde in der Zwischenzeit zu ein bisschen ein Collector's Point. Aber ich finde das sehr wichtig, weil wir sind stolz. Wir sind stolz auf unser Standort, wir sind stolz auf, wo wir sind. Und eben, wie gesagt, in der heutigen Zeit, alles wird geredet über Experience. Ich glaube, Experience ist super wichtig, aber es kann nicht nur Experience sein in dem Schaufenster oder in dem Point of Sales. Experience kommt auch von den Tatsachen, von den Fakten, wer sie sind und wo sie sind. Ja. Und dass wir alles hier entwickelt und investiert haben, hat schon sehr viel Erfolg gebracht. Und das ist auch sehr, sehr gut. Und wir machen es weiter. Wir machen weitere Schritte. Wir haben auch große Projekte, wie wir noch die nächsten Generationen von Uhrenliebhaber noch begeistern können. Wir freuen dabei zu unterstützen. Ich habe noch eine allerletzte Frage, wenn wir über Experience sprechen. Ja. Was können wir hier heute, wenn wir auch ins Museum noch gehen, was können wir hier mitnehmen, auch für die Zuschauer, die Uhrensammler in Deutschland? Was ist so ein Highlight? Wo müssen wir nochmal einen Schwerpunkt setzen, nochmal eine Nuance? Wo würden Sie sagen, wenn man hier ist, nicht jeder hat die Mittel, hierher zu kommen? Ganz klar. Ja, Sie haben es gesagt, vielleicht nicht jeder kann kommen, aber jeder ist hier willkommen. Das Museum, haben wir von Anfang an gesagt, unser Museum ist gratis. Nicht, weil es keinen Wert hat, aber weil wir genau in dieses Standort, wir sind beide wieder, und das ist schön bei der letzten Frage, wir sind wieder bei unseren Werten. Werten sind für uns wichtig, weil das spürt unsere Endkunden. Wir sind keine arrogante Leute. Alle von uns herum, die meisten, außer gewisse Diver-Uhren, haben transparente Boden. Ja. Die Manufaktur wurde architektonisch so entwickelt, dass die Kunden, dass die Besucher die anschauen können. Alle unsere Mitarbeiter in der Produktion sind daran gewöhnt. Die wollen es fast, dass jeden Tag Besucher da sind, um anzuschauen, was wir machen, wie sie arbeiten, unsere Technologie, Master Chronometer. Die Zeiten bei Omega, bei anderen schon, aber bei Omega, die Zeiten, wo alles sehr hinten von einer Wand passiert, sind vorbei. Das ist genau das Gleiche beim Museum. Das heißt, das ist wichtig, die Transparenz, die Offenheit. Alle sind hier eingeladen, weil alles ist hier für unsere Kunden, für die Leute gemacht. Wir wollen es zeigen, wir haben nichts zu verstecken. Es ist wichtig, dass wir die Begeisterung, dass die Leute die Begeisterung an Omega hier spüren können, erleben können. Und das ist mehr als Experience, das ist wirklich Realität. Und da, wenn man hier kommt, dann kann man das echt spüren. Es ist auch, warum wir am Wochenende unser Museum offen haben. Nicht so wie früher, wo es nur in den Geschäftszeiten eröffnet war. Ja. Wir haben Leute, die sind da, um die ganzen Emotionen, aber auch Milestones von Omega. In unserem Museum, wie hier, lernen Sie über Technologie, lernen Sie über die Moonwatch, lernen Sie über der James Bond, lernen Sie über all unsere Geschichte in einer Art und Weise, dass es nicht irgendwie nur Uhren sind. Es ist die ganze Erlebnis, Experience. Ja. Und noch dazu kommt auch die ganze Swatch-Experience. Das heißt, Biel ist wirklich, und das ist das, was Sie alle sagen können, ist das jetzt ein Ziel gekommen, aber nicht nur für ein Museum. Es ist ein Experience-World. Und das finde ich noch sehr interessant, weil man glaubt, wenn man Museum hört, dass das eigentlich alles in der Vergangenheit steht. Mhm. Aber wir schauen für die nächste Zukunft. Und unsere Hauptpunkte in unserem Museum sind total aktuell. Sie haben von Vintage-Uhren geredet. Wir haben immer noch die Werte von ganz am Anfang, vor 130 Jahren, Olympische Spiele. Wir haben die ganze Technologie, Uhren für Frauen, die ganze Diver-Uhr-Entwicklungen, denn natürlich auch das Moon-Story, Olympische Spiele, habe ich gesagt, Timekeeping, den James Bond und noch viel mehr andere Geschichte. Das alles in einer sehr kooperativen Art. Es ist nicht geschlossen, es ist nicht so irgendwie kühl oder es wird immer da sehr viel Experience. Herr Schliemann, vielen, vielen Dank. Waren für mich die besondersten 60 Minuten, glaube ich, in meiner Uhrensammlerkarriere, will ich sagen. Vielen, vielen Dank für die Zeit und alles Gute. Danke, in der Zukunft. Ja. Tschüss. Dankeschön. Danke. Voilà. Merci. Ich muss leider gehen. Vielen, vielen Dank.